eigenen Glanz und verführt all seine Bewunderer. Doch seine Schönheit trügt. Er ist ein gewaltiger, kalter Gasball, der von eisigen Ringen umgeben ist, die ihn mit einer Geschwindigkeit von bis zu 86.000 km/h umkreisen. Dieser Planet hat ein extremes Klima mit einem Polarsturm, größer als die Fläche der USA. Das Klima des Saturn ist eines der extremsten. Ein Blitz kann millionenmal stärker sein als ein Blitz hier auf der Erde. Aber seine Monde sind noch aufregender. Aufgrund der viel geringeren Schwerkraft und der fehlenden Atmosphäre speien die Geysire des Enceladus Wasserdampf hunderte von Kilometern hoch in die Luft. Ein anderer hat eine Atmosphäre mit Ozeanen und Gebirgen. Könnte auf einem dieser Monde Leben existieren? Saturn, der Herr der Ringe. Wenn es einen Planeten gibt, der das Majestätische, Geheimnisvolle und Beeindruckende des Universums perfekt verkörpert, dann ist es der Saturn. Der Saturn bewegt die Gemüter. Selbst die Wissenschaftler werden von seiner kosmischen Perfektion in Staunen versetzt. Er ist der schönste Planet von allen und mein Favorit, seit ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Der Saturn ist ein Kraftpaket, der sich hinter einer schönen Oberfläche verbirgt. Der Saturn ist eiskalt. Man sollte nicht versuchen, ihn zu betreten. Man würde abstürzen, denn es gibt keine Oberfläche und man würde sofort erfrieren. Der Saturn ist eine riesige Masse aus Wasserstoff und Helium, die sich um ihre Achse dreht und sich dabei verformt. Wie bei einem Pizzabäcker, der den Teig herumwirbelt, sodass er immer flacher wird. Der Saturn dreht sich so schnell, dass er praktisch plattgedrückt wird und sich in der Mitte aufwölbt. Man nennt das ein abgeplattetes Rotationsellipsoid. Obwohl er sehr viel massiver ist als unser Planet, würde man auf dem Saturn weniger wiegen als auf der Erde. Ein 70 Kilo schwerer Mensch würde auf dem Saturn nur 62 Kilo wiegen. Das kommt daher, weil der Saturn so eine geringe Dichte hat. Der einzige Planet im Sonnensystem, dessen Dichte geringer ist als die von Wasser. Der Saturn ist so aufgebläht, weil die Gase im Vergleich zu seiner gesamten Masse so viel Raum einnehmen, dass seine Dichte weniger als 1 ist. Wenn wir einen sehr, sehr großen Ozean hätten und den Saturn hineinlegen würden, dann würde er schwimmen. Der Saturn ist der zweitgrößte Planet unseres Sonnensystems. Er ist ein Gasriese. Eine Masse aus Wasserstoff und Helium, die 750 Mal größer als die Erde ist. Ein Tag auf diesem Planet dauert 10,6 Stunden und er benötigt 29,5 Erdjahre, um die Sonne einmal zu umrunden. Er hat 49 benannte Monde. Der Saturn entstand vor 4,5 Milliarden Jahren. Kohlenstaubpartikel ballten sich nach und nach zu einem felsigen Kern zusammen, der ein Vielfaches größer ist als die Erde. In der Folge konnte dieser Kern Gase wie Wasserstoff und Helium anziehen, die durch die Schwerkraft zerfielen. Als die Einzelteile anfingen zu zerfallen, verdichtete sich diese Wolke. Sie fing an, schneller zu rotieren. Aber in ihrer Längsachse, also von oben nach unten, rotierte sie nicht. Und so konnte sie unter der Schwerkraft zerfallen. Man nennt das die Erhaltung des Drehimpulses. Ein Prinzip, das Sie beim Schlittschuhlaufen beobachten können. Wenn Sie auf dem Eis die Arme ausstrecken, drehen Sie sich langsamer. Wenn Sie die Arme an den Körper heranziehen, sind Sie näher an der Rotationsachse und Sie drehen sich automatisch schneller. Und genau das passiert bei einem Planeten, wenn er sich verdichtet. Aus dieser eingestürzten Scheibe entstand ein wirbelnder Saturn. Den Kultstatus in unserem Sonnensystem verdankt der Saturn seinen majestätischen, schimmernden Ringen. Sie sind unglaublich riesig. Der größte hat einen äußeren Durchmesser von 480.000 Kilometern. Das sind etwa 40 Erdkugeln nebeneinander. Mit einer sehr schnellen Rakete würde es 2 Tage dauern, von einer Seite der Ringe auf die andere zu gelangen. Sie sind riesig.
Trotz ihrer Größe sind die Ringe unglaublich dünn. Sie messen nur wenige hundert Meter. Von der Seite sind sie für uns praktisch unsichtbar. Sie sind nicht höher als etwa ein oder zwei Stockwerke eines modernen Gebäudes. Im Verhältnis sind sie dünn wie Papier. Die Ringe sehen zwar aus wie perfekte massive Scheiben, aber in Wirklichkeit bestehen sie aus Milliarden Partikeln von Weltraumtrümmern. Aber was sind sie genau? Es sind unzählige eisige Brocken, deren Größe von der eines Hauses bis zum feinsten Pulverschnee reicht. Und sie bestehen aus Eis. Es sind pulverisierte Partikel. Durch den Zusammenprall sind die Brocken nach und nach in winzig kleine Teilchen zerbrochen. Im Inneren dieser Ringe ist es wie in einem Bienenstock. Ein feindseliger Ort. Man würde kein Raumschiff durch diese Ringe schicken. Und diese Partikel wirbeln sehr schnell herum. Sie rasen mit 30 bis 60.000 Stundenkilometern um den Planeten. Die inneren Ringe drehen sich schneller als die äußeren. Und dafür gibt es einen Grund. Die Keplerschen Gesetze besagen, dass die Geschwindigkeit einer Umlaufbahn um einen zentralen Körper in der Nähe sehr hoch und weit entfernt sehr gering ist. Wenn ein Teilchen von der Größe eines Sandkorns mit Hyperschallgeschwindigkeit auf ein Raumschiff treffen würde, wäre das wie ein Gewehrschuss aus nächster Nähe. Außerhalb der Ringe geht es ruhiger zu. Wenn Sie eine Spazierfahrt um den Saturn machen möchten, nehmen Sie diesen Weg, statt den Ringen zu folgen. Warum es die Ringe gibt, ist eines der größten Geheimnisse des Planeten. Die Ringe waren vielleicht einmal Monde des Saturn, die einander zu nahe kamen und aufeinander prallten. Die Einzelteile wurden durch die Schwerkraft des Planeten angezogen und so entstanden die Ringe. Nach einer anderen Theorie könnte etwas Großes und Schnelles in die vielen Saturnmonde hineingekracht sein. Die Trümmer wurden von der Schwerkraft angezogen, gerieten in die Umlaufbahn und formten die Ringe. Obwohl sich die Wissenschaftler darüber streiten, wie die Ringe entstanden sind, herrscht doch Einigkeit darüber, wer sie zuerst erforscht hat. Im Jahr 1610 bemerkte der florentinische Astronom Galileo Galilei als erster die Ringe des Saturn. Er sah kleine Dinge, die an jeder Seite hervorstanden. Er hatte keine Ahnung, was sie waren. Und wie jeder gute Astronom erstellte er ein Protokoll. Aber als er aufschreiben wollte, was er gesehen hatte, fand er kein Wort dafür. Er ersetzte das Wort mit einer Skizze und malte Folgendes. Das hier ist der Saturn. Und das hier sind diese zwei Dinge. Leider fand Galilei nie heraus, was es wirklich war. Das schaffte erst später ein anderer Astronom. 45 Jahre später fand der niederländische Physiker Christian Huygens eine Antwort. Er erkannte, dass es nicht nur einen, sondern mehrere riesige Ringe gibt. Heute kennt man 7 verschiedene Ringregionen. Es gibt die Ringe A, B und C. Das sind die 3 Hauptringe. Im Inneren des Rings C gibt es einen Ring D. Und als die Voyager dort ankam, zeigte sie uns den Ring F in all seiner Pracht. Dann gibt es noch einige diffuse Ringe außen herum, die Ringe E und G. Jeder dieser Ringe hat eine eigene Charakteristik. Ring A ist fast durchsichtig, weil das Licht leicht durch ihn hindurchdringt. Ring B ist wenig lichtdurchlässig, aus dichter Materie. Ring C ist noch transparenter als Ring A. Und Ring D sieht man kaum. In den Ringen steckt eine Menge unterschiedlicher Materie. Sie sind keine homogenen Körper. Viele einzelne Teile, die Unterschiedliches bewirken. Diese unterschiedlichen Eigenschaften sehen wir als Farben, Formen und Schatten. Das Wunder der Saturnringe. Dass wir sie überhaupt sehen können, verdanken wir der Sonne. Die Ringe leuchten durch das reflektierte Sonnenlicht genauso wie unser Mond. Diese Erscheinung nennt man Ringschein. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich auf der Nachtseite des Saturns, schauen hinauf und sehen die Ringe, die den Himmel vollständig bedecken. Es ist viel heller als bei Vollmond auf der Erde. Sie schimmern und sie strahlen, und zwar, weil sie größtenteils aus Eisbrocken bestehen, die das Sonnenlicht reflektieren. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass diese leuchtenden Wunderwerke unseres Sonnensystems nicht ewig existieren werden.
Manche Wissenschaftler fragen sich, wann genau sie verschwinden werden. Trotz allem, was die Wissenschaftler schon über die Ringe des Saturn wissen, bleiben sie ein großes Geheimnis. Es wird darüber diskutiert, wann sie aufgetaucht sind. Die Wissenschaftler glaubten lange, dass sie gleichzeitig mit dem Saturn entstanden seien, vor 4,5 Milliarden Jahren. Da wir nicht wissen, was die Ringe zusammenhält und wir vermuten, dass sie höchstens ein paar 100 Millionen Jahre zusammenhalten, kann diese These nicht stimmen. Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass sie nicht älter als ein paar 100 Millionen Jahre sind. Man versucht einzuschätzen, wie stark die Erosion der Ringe durch Mikrometeoriten ist. Diese winzig kleinen Körper treffen mit enormer Geschwindigkeit wie Hagelschauer auf die Ringe, spalten Teile davon ab und tragen so zur Erosion bei. Auch Neptun, Uranus und Jupiter haben Ringe, aber sie sind dünn und verschwommen. Die Ringe des Saturn sind hell und voll. Und daher nehmen die Wissenschaftler an, dass sie der Erosion noch nicht lange ausgesetzt sind und daher relativ jung sind. Aber bedeutet diese allmähliche Erosion, dass der Saturn seine wunderbare Besonderheit verlieren wird? Möglicherweise wird die Materie über einen langen Zeitraum hinweg so fein, dass sie aufgeladen werden kann und in die Magnetosphäre des Saturn gelangt, wo sie herumschwirrt und vom Magnetfeld aufgenommen wird. Oder sie verbindet sich direkt mit der Materie des Saturn. Das Szenario für das Verschwinden der Ringe ist also, dass sie sich irgendwann aufgrund der Erosion auflösen. Damit der Saturn seine Ringe behält, müssten sie also wieder aufgefüllt werden. Im Moment hat der Saturn noch ein riesengroßes Ringsystem, aber die derzeitige Materie der Ringe muss wieder ergänzt werden. Seltsamerweise könnte eine andere Art von Aufprall dabei helfen, sie zu erhalten. Sie könnten durch einen umherstreifenden Kometen erneuert werden, der in sie hineinkracht und mit seiner Materie die Masse ergänzt, die dort umherfliegt. Diese Sichtweise wird noch diskutiert. Auch über den möglichen Zeitpunkt ihres Verschwindens wird immer noch gestritten. Wahrscheinlich in 100 Millionen Jahren, vielleicht in Milliarden Jahren, wir wissen es nicht. Es wird darüber debattiert, ob die Ringe jung sind und einen frühen Tod sterben oder ob sie alt sind und uns noch eine sehr, sehr lange Zeit erhalten bleiben werden. Manche der 49 benannten Monde des Saturn sind klein und werden Hirtenmonde genannt. Aus gutem Grund. Sie haben eine Gravitationswirkung und helfen dabei, die Ringe intakt zu halten, indem sie die Partikel zusammenhalten wie ein Hirte seine Schafe. Die Saturn-Experten interessieren sich besonders für die komplizierte Choreografie zwischen den Monden und den Ringen des Planeten. Der spiralförmige Ring F ist besonders faszinierend. Auf jeder Seite dieses Rings gibt es einen Hirtenmond, Prometheus und Pandora. Deren Gravitationskräfte wirken auf ihn ein. Er wird in verschiedene Richtungen gezogen. Daher sieht er so ungewöhnlich aus und fällt etwas aus dem Rahmen. Er ist ein Spielplatz der Kräfte. Wir beobachten voller Interesse, was mit dem Ring F passiert, denn das zeigt uns, wie die Monde und Ringe aufeinander wirken. Schon 700 vor Christus hat der Saturn die Menschen fasziniert. Die Assyrer waren die Ersten, die sein Funkeln am fernen Himmel bemerkten. Viele hundert Jahre später gaben die Griechen ihm den Namen Kronos, nach ihrem Erntegott. Wahrscheinlich wegen seiner Stellung am Himmel zur Erntezeit. Der römische Gott der Landwirtschaft hieß Saturnus, deshalb nennen wir ihn Saturn. Die Römer benannten auch einen Wochentag nach ihm, heute noch im Englischen Saturday erkennbar. Wenn die Römer ihn allerdings aus der Nähe gesehen hätten, hätten sie ihn wahrscheinlich nach dem Wettergott benannt. Der Saturn ist ein stürmischer, sich ständig ändernder Ort. Aber anders als auf der Erde, wo sich das Wetter täglich oder sogar stündlich ändert, können die Stürme auf dem Saturn Tage, Wochen oder Monate lang dauern. Veränderungen größeren Maßstabs erfolgen im Laufe der Zeit nur sehr langsam. Die Experten waren erstaunt, als sie diese heftige Aktivität auf dem Saturn entdeckten. Ihre Sicht auf den Planeten war jahrhundertelang durch eine Dunstglocke aus Ammoniakgas getrübt. Das änderte sich durch die neuen, von Satelliten übermittelten Daten.
Der Saturn ist ein dynamischer Ort. Er ist viel dynamischer als der Jupiter. Allein schon die Anzahl der Stürme, die wir sehen, und ihre Geschwindigkeit. Die Windgeschwindigkeiten erreichen zum Teil bis zu 1600 Stundenkilometer. Wir messen die Windgeschwindigkeiten durch Beobachtung kleiner Zellen der Atmosphäre anhand von Bildaufnahmen. Man braucht eine Serie von Bildern, um sehen zu können, wie sich die Dinge bewegt haben. Auf der Oberfläche des Saturn gibt es keine Gebirge. Deswegen beobachten wir die Eigenschaften der Wolken, wie schnell sie entstehen, sich verändern, sich bewegen und messen so die Windgeschwindigkeiten. Die neuesten Erkundungen haben weitere Phänomene gezeigt, die wir noch nicht verstehen. Man sieht Wolken, Wirbel, große Schwaden von Materie, so wie wir sie vom Jupiter kennen. Und man sieht viele oval geformte Stürme. Es gibt in der südlichen Hemisphäre einen Breitengrad mit besonders vielen Stürmen. Sie rasen durch dieses Gebiet und wir konnten beobachten, wie sie entstanden und wie sie vergingen. Sie verschwinden, indem sie ineinander aufgehen. Wissenschaftler gaben diesem Gebiet den Spitznamen Storm Alley, Sturmallee, nach einer Region im mittleren Westen der USA, wo ein ähnlich stürmisches Wetter herrscht. Man nimmt auch an, dass es dort Blitze gibt, obwohl noch keine gesehen wurden. Dafür gibt es einen technischen Grund. Um Blitze zu sehen, muss man auf der Nachtseite sein, denn sie sind nicht besonders hell und es muss dunkel sein. Die Nachtseite des Saturn ist aber wegen des Lichts der Ringe sehr hell beleuchtet. Deswegen kann man die Blitze schlecht von bauschigen kleinen Wolken unterscheiden. Das höllische Wetter auf dem Saturn hält noch eine andere verblüffende Überraschung bereit. Und das ist ein echtes Ungeheuer. Einer der wildesten Stürme auf dem Saturn war diese orkanartige Erscheinung, die man am Südpol fand. Dieser Sturm ist größer als die Fläche der USA. Der große rote Fleck auf dem Jupiter ist einem Orkan nur entfernt ähnlich, denn er hat keine Augenwand. Der Sturm am Südpol des Saturns hat jedoch dieselben Merkmale wie ein Sturm auf der Erde, auch eine Augenwand. Damit ist er der einzige Sturm dieser Art auf einem anderen Planeten. Es ist nicht klar, ob es in jeder Hinsicht ein Orkan ist, wie wir ihn hier auf der Erde kennen. Aber bis jetzt sieht seine Struktur sehr nach einem Orkan aus. Das ist sehr spannend und es hat uns auch überrascht. Sie können direkt in das Auge hineinschauen, so wie Sie das auch bei einem Orkan auf der Erde können. Dadurch kann man weiter in die Atmosphäre des Saturn hineinblicken als je zuvor. Es ist also sozusagen ein Fenster zum Saturn und es ist toll, auf dem Saturn etwas zu finden, was der Erde so ähnlich ist. Und es hilft uns bei unseren Forschungen. Dieser Südpolsturm misst von einer zur anderen Seite 8000 Kilometer. Das sind 2/3 des Erddurchmessers. Wenn auf der Erde ein Orkan von dieser Größe entstehen würde, würde er die Strecke von New York City bis Bagdad bedecken und alles zerstören, was ihm in den Weg kommt. Er ist ein sehr starker Wirbel, in dessen Mittelpunkt sich ein Loch befindet und um den Rand des Lochs herum ist die Augenwand. Wodurch dieser monströse Sturm seine Energie erhält, ist noch unbekannt. Die Winde auf dem Saturn sind stärker als auf der Erde, was eigentlich rätselhaft ist, denn der Saturn bekommt weder von der Sonne noch aus seinem Inneren viel Energie. Sein Zentrum liegt am Südpol des Saturn und nicht, wie das bei einem Orkan auf der Erde der Fall wäre, in der Äquatorzone. Anfang 2007 wurde mit Hilfe der neuesten Bildtechnologie noch etwas anderes auf dem Saturn gefunden, was die Wissenschaftler verblüffte. Wir sehen es jetzt sehr genau. Es ist eine große, eigenartige Erscheinung. Etwas, das man im Universum noch nie zuvor gesehen hat. Der Saturn, der außergewöhnlichste, aber auch schönste Planet des Sonnensystems, ist noch rätselhafter geworden. 1979 zeigte die Raumsonde Voyager eine perfekte geometrische Form über dem Nordpol. Die im Oktober 2006 von der Raumsonde Cassini aufgenommenen Bilder bewiesen, dass sie sich immer noch dort befindet. Es ist eine merkwürdige Erscheinung und sie hat dort sozusagen einen festen Platz. Sie bewegt sich nicht über den Planeten hinweg. Diese Struktur hat die Form eines Sechsecks, das den Nordpol etwa auf dem 78. Breitengrad umgibt und sie verändert sich nicht. Das Hexagon ähnelt dem Polarwirbel der Erde, dessen Winde kreisförmig um den Pol herumwehen. Der Wirbel des Saturn hat die Größe von 4 Erdkugeln und reicht 100 Kilometer tief in die Wolkendecke des Saturn hinein.
Die Voyager entdeckte eine winzig kleine Wolke, die sich mit etwa 320 Stundenkilometern wie auf einer Rennbahn innerhalb des Sechsecks bewegte. Sie ist jetzt seit mindestens 20 Jahren da und wir fragen uns, was kann das nur sein? Wenn man sich in diese dicken Wolken hineinbegeben würde, dann würde der Druck immer stärker werden, je weiter man eindringt, bis an den Punkt, an dem man implodiert. Man kommt auch mit einem Raumschiff nicht weiter. Bis jetzt sind Reisen in die Umlaufbahn des Saturn nur mit unbemannten Raumschiffen möglich. Aber den Saturn umgeben mindestens 49 Monde, an die man sich eher heranwagen kann. Jetzt, wo unsere Raumsonden den Planeten besuchen, stellen wir fest, dass in mancher Hinsicht auf den Monden am meisten passiert. Einen von ihnen haben unsere Raumsonden schon besucht. Neben unserem Mond ist der Titan der einzige, der schon erforscht wurde. Die Ergebnisse waren mehr als aufschlussreich. Am 14. Januar 2005 wurde aus Science Fiction Wirklichkeit. Im Verlauf der damaligen Saturn-Mission der Cassini landete die unbemannte Huygens-Sonde auf der Oberfläche von Saturns größtem Mond. Der Titan macht seinem Namen alle Ehre. Er ist so groß wie der Planet Merkur. Tatsächlich ist er der zweitgrößte Mond des Sonnensystems, 50% größer als unser Mond. Er ist in mehrfacher Hinsicht verführerisch. Zum einen, weil der Titan der Erde sehr ähnlich sieht. Das hat mich umgehauen, wie bemerkenswert entwickelt die Oberfläche des Titan aussieht. Es gibt Flussbetten, die in Seen einmünden. Es gibt Winde. Und in anderen Gegenden gibt es Dünen. Zumindest auf der Seite, von der wir gute Radaraufnahmen haben, sieht man in der Äquatorzone des Titan hunderte und aberhunderte Kilometer von Dünen, die bis zu 100 Meter hoch und mehrere Kilometer voneinander entfernt sind. Ein riesiges Meer von Dünen. Wahrscheinlich gibt es Ablagerungen fester Kohlenwasserstoffe. Bevor die Sonde landete, wussten wir nicht, ob sie auf Flüssigkeit oder auf eine feste Oberfläche treffen würde. Sie landete auf eine Art Pudding. Es scheint weder flüssig noch fest zu sein. Es sieht so aus, als habe der Titan eine Art Schmiere auf der Oberfläche. Weder Erde noch Wasser, irgendetwas dazwischen. Das ist sehr verblüffend. Erstaunlicherweise hat der Titan, wie die Erde, eine ausgeprägte Atmosphäre. Das gibt es auf keinem anderen Mond unseres Sonnensystems. Die Atmosphäre des Titan ist sehr dicht, sehr massiv. Ihre Masse ist 10-mal größer als die der Erdatmosphäre. Sie ist eine sehr dichte Schicht von Gasen. Dichter als die Luft, wie wir sie kennen. Die Partikel in der Atmosphäre sind ebenfalls sehr klein. Ich würde sie eher als eine Art Dunst und nicht als Nebel oder Wolke bezeichnen. Dieser Dunst ist über 300 Kilometer dick und ähnelt einer anderen Erscheinung auf der Erde. Von außen erscheint er tatsächlich undurchsichtig wie ein großer orangefarbener Ball. Aber als die Huygens-Sonde durch die Atmosphäre hindurchstieß, erwies diese sich als durchsichtig genug, um die Einzelheiten der Oberfläche zu erkennen. Es ist also so ähnlich wie ein dunstiger Tag in Los Angeles. Nicht die Farbe der Atmosphäre fasziniert die Wissenschaftler am meisten, sondern die Zusammensetzung. Stickstoff und Methan, dieselben Gase, aus denen vermutlich auch ein Großteil der frühen Erdatmosphäre bestand. Die Vorstellung, dass die Atmosphäre des Titan der frühen Erdatmosphäre vor 4 Milliarden Jahren gleicht, finden wir sehr interessant. Und das untersuchen wir in unseren Laboren sehr eingehend.
An der Universität von Colorado simuliert Margaret Talbert in ihrem Labor die Atmosphäre des Titan. Könnte sie sogar die notwendigen Bestandteile besitzen, um Leben zu ermöglichen? In diesem Experiment wollen wir die Atmosphäre des Titan simulieren. Wir haben hier eine Reaktionskammer und darin befinden sich nur Stickstoff und Methan, also die beiden Hauptbestandteile der Titan-Atmosphäre. Dann schalten wir eine Lampe an, die das Sonnenlicht simuliert, das auf die Titan-Atmosphäre trifft. Die Versuche von Margaret Talbert führten zu dem unglaublichen Ergebnis, dass die Titanatmosphäre beginnt, organische Verbindungen zu produzieren, wenn sie durch Sonnenlicht angeregt wird. Für Wissenschaftler, die nach Leben außerhalb unseres Planeten suchen, könnte das von immenser Bedeutung sein. Auf der Suche nach Anzeichen von Leben in der Galaxie haben die Wissenschaftler aufregende Erkenntnisse über unser Sonnensystem gewonnen. Der Titan, ein Mond des Saturn, scheint die nötigen Voraussetzungen zu besitzen. Testreihen an der Universität von Colorado haben gezeigt, dass organische Verbindungen entstehen, wenn Sonnenlicht auf die an Stickstoff und Methan reiche Atmosphäre des Titan trifft. Diese Verbindungen sinken, wie man auf den Bildern erkennen kann, auf die Oberfläche des Titan hinab. Und wer weiß, was passiert, wenn sie erstmal dort sind. Es könnte gut sein, dass sie Energie für irgendeine neue Form von Leben liefern. Es sind noch weitere Forschungen nötig, um herauszufinden, ob es wirklich Leben auf dem Titan gibt oder ob es sich irgendwann entwickeln könnte. Obwohl seine Atmosphäre der frühen Erdatmosphäre gleicht, sind die Bedingungen doch sehr verschieden. Es ist sehr kalt dort, minus 180 Grad Celsius, und es gibt kein flüssiges Wasser. Das ist der große Unterschied zwischen der frühen Erde und dem Titan. Die Seen und Flussbetten auf dem Titan haben sich in den Grund eingegraben, aber es gibt kein fließendes Wasser auf dem Mond. Was fließt also dort? Die Hügel auf der Erde sind aus Silikatgestein, die Hügel auf dem Titan dagegen aus Wassereis und Methaneis. Die Flussbetten auf dem Titan entstanden durch Methanregen, im Gegensatz zu den durch Wasser ausgewaschenen Flussbetten auf der Erde. Auf dem Titan gibt es anscheinend Niederschläge aus flüssigem Methan. Oder es gab sie. Auf dem Titan ist es so kalt, dass Gas sich verflüssigt. Die Küstenlinien, Flüsse und all diese Formationen sind durch fließendes Methan geformt worden. Das ist absolut faszinierend. Methan ist ein Grundbestandteil von Erdgas, Butan und Propan, also der verschiedensten Treibstoffquellen. Es gibt viele Kohlenwasserstoffe auf dem Titan und sie könnten sehr leicht sein. Wenn sie in Kontakt mit Sauerstoff kommen, brennen sie. Es gibt also dort sehr viel Energie. Auf der Oberfläche dieses riesigen Mondes gibt es genug Energie, um den Bedarf der Erde für sehr lange Zeit zu decken. Auf dem Titan gibt es gewaltige Erdgasvorräte. Es wäre toll, wenn man diese anzapfen und hierher liefern könnte, aber ich denke, es wäre einfach zu teuer, das Methan hierher zu bringen. Und deswegen wäre es keine effektive Energieversorgung für die Erde. Der Titan ist der größte Mond des Saturn, aber ein kleinerer ist vielleicht sogar noch aufregender. Er ist ein strahlender Ball aus Eis und Gestein und heißt Enceladus. Er ist ein Winzling. Sein Durchmesser beträgt nur etwa 500 Kilometer, also etwa ein Achtel unseres Mondes. Und wir haben noch nie einen so kleinen Körper gesehen, der geologisch aktiv ist. Diese Aktivität wurde im Jahr 2005 von der Wissenschaftlerin Carolyn Porco und ihrem Cassini-Imaging-Team entdeckt. Auf einem der Fotos konnten sie Fontänen erkennen, die aus dem Enceladus zu kommen schienen. Mein Team war sicher, dass es sich bei diesen Fontänen um Geysire handelte, die aus Kammern mit flüssigem Wasser hervorbrechen, die dicht unter der Oberfläche liegen. Auf der Erde wäre das mit dem Old Faithful Geysir im Yellowstone Nationalpark vergleichbar, aus dem Wasserdampf bis zu 45 Meter hoch in die Luft schießt. Die Geysire auf dem Enceladus speien ihren Wasserdampf noch viel höher, weil die Schwerkraft dort viel geringer ist und es keine bremsende Atmosphäre gibt. Seitdem wurden auf der südlichen Halbkugel des Enceladus noch viele weitere Geysire entdeckt. Sie kommen aus Spalten, aus großen Rissen, die über 135 Kilometer lang sind.
Wir nennen sie Tigerstreifen, denn als wir sie das erste Mal sahen, sahen sie wirklich so aus. Es gibt vier Gebiete, die offenbar geologisch aktiv sind. Und es scheint, als kämen die Dampffontänen aus diesen Gebieten. Wir haben 20 oder 21 Fontänen gezählt. Der Südteil des Enceladus ist mit kosmischen Old Faithfuls bedeckt. Wer hätte gedacht, dass ein Eisball in der Größe von Texas mit so vielen Dampffontänen belebt sein könnte? Das Innere des Enceladus wird durch die Gezeiten des Saturn aufgeheizt. Der Erdmond bewegt die Ozeane auf der Erde, er verformt sie und bewirkt die Gezeiten, die wir hier kennen. Auf den Enceladus wirkt der Planet Saturn und diese Anziehung ändert sich im Verlauf der Umlaufbahn des Enceladus, sodass das Eis in seinem Inneren knarrt und knirscht und sich aneinander reibt. Und durch diese Reibung wird eine Menge Wärme erzeugt. Wir gehen davon aus, dass durch diese Reibungswärme das Wassereis verdunstet, durch die Risse aufsteigt und zu den Geysiren wird, die wir sehen. Und da ist noch etwas. Die Eruptionen auf dem Enceladus bestätigen auch eine Theorie über die Versorgung eines Saturnringes mit Materie. Wir vermuteten, dass die Fontänen von der Oberfläche die Materie in die Umlaufbahn des Saturns beförderten, welche den Ring E formte. Der Ring E ist der äußerste Ring des Planeten, ungefähr 120.000 Kilometer von ihm entfernt. Er ist genauso weit vom Saturn entfernt wie der Enceladus und hat dieselbe Umlaufbahn. Deswegen liegt der Schluss nahe, dass er diesem seine Entstehung verdankt. Die Dichte des Rings E ist etwa genauso groß wie die Dichte der Partikel, die vom Südpol des Enceladus weggeschleudert wurden. Wenn diese Geysire verschwinden, könnte auch der Ring E verschwinden. Letztlich lassen die flüssigen Fontänen aber auch darauf schließen, dass es auf dem Enceladus Wasser oder vielleicht etwas anderes gibt. Wir suchen nicht nach Wasser, weil wir denken, oh, irgendwann werden wir Durst haben und dann haben wir was zu trinken. Wir suchen nach Wasser, weil wir Leben finden wollen. So einfach ist das. Folgen Sie dem Wasser. Der Saturnmond Enceladus ist einer der aufregendsten und unbegreiflichsten Orte unseres Sonnensystems. Der Enceladus ist ein merkwürdiger Ort. Das Merkwürdigste ist seine große Helligkeit. Er ist das hellste Objekt im Sonnensystem und wir wissen jetzt, dass er mit frisch gefallenem Schnee bedeckt ist. Das ist das Eis, das von den Geysiren auf seine Oberfläche zurückfällt. Und dieses Eis ist für die Wissenschaftler besonders interessant. Die Möglichkeiten dort sind verblüffend. Die Suche nach Wasser in unserem Sonnensystem ist letztendlich die Suche nach Leben. Man sucht nach Wasser und hofft, auf Leben zu stoßen. Da es auf dem Enceladus Eis gibt, glauben einige Experten, dass man dort mit der Suche nach fremdem Leben beginnen sollte. Es enthält viele Moleküle und andere fremde Stoffe, die uns zeigen, dass dort unterirdische chemische Reaktionen ablaufen. Vielleicht gibt es auch biologische Vorgänge. Darum sollten wir hingehen und nachschauen. Es war schon immer der heilige Gral der modernen Planetenforschung, im Sonnensystem Regionen zu finden, wo eventuell Leben entstanden ist. Und jetzt sind wir darauf gestoßen. Ist das nicht aufregend? Natürlich ist es aufregend. Dafür leben die Wissenschaftler. Wir kennen die Zusammensetzung der Gase, die dort entströmen, weil wir mit Raumfahrzeugen durchgeflogen sind. Sie enthalten Kohlenstoff und Stickstoff und all das Gute, das für die Entstehung von Leben notwendig ist. Und es gibt eine Energiequelle, nämlich die Reibungswärme oder Gezeitenwärme im Inneren. All diese Bestandteile sind vorhanden und sie reichen vielleicht aus, Leben aufrechtzuerhalten, wenn es erst einmal entstanden ist. Darum ist der Enceladus ein so aufregender Ort. Aber welche Art von Leben? Wir sprechen nicht von Sushi. Wir sprechen nicht von Hummer und Fischen. Wir sprechen von Mikroben. Das ist das Äußerste, worauf wir bei einem Mond wie dem Enceladus hoffen können. Wenn wir jemals Leben in unserem Sonnensystem entdecken, dann wird das die einfachste Form von Leben sein, so wie Bakterien oder Ähnliches. Aber auch die Entdeckung von etwas Kleinem wäre ein großes Ereignis.
Es würde alles verändern, was wir über unser Sonnensystem, das Universum und über uns selbst wissen und denken. Vieles, was wir über den Saturn wissen, verdanken wir der Raumsonde Cassini, die 2004 in die Umlaufbahn des Planeten eintrat. Sie umrundet auch jetzt noch die Ringe, die Monde und den Planeten selbst. Bis zum Jahr 2008 wird die Cassini den Gasriesen 70 Mal umrundet haben. Am besten kann man Himmelskörper erforschen, wenn man eine Raumsonde in die Umlaufbahn des Planeten schickt und damit das ganze System und seine Einzelteile über einen langen Zeitraum hinweg beobachtet. Die Wissenschaftler bereiten die Informationen, die sie durch diese nahen Begegnungen erhalten, täglich neu auf. Zusätzlich zur Kamera gibt es ein Radar, dessen Funkwellen die Wolken durchdringen und mit dessen Echo ein Bild der Oberfläche erstellt wird. Es gibt ein Spektrometer, das die Beschaffenheit misst, und Infrarotinstrumente, die die Temperatur aufzeichnen. Es ist eine sehr umfangreich ausgestattete Raumsonde. Wenn man besser sieht, erfährt man mehr. Yogi Berra hat gesagt, allein durch das Schauen kann man eine Menge sehen. Und wenn man die gewonnenen Informationen auf die Abläufe auf der Erde überträgt, könnte uns das helfen, Rätsel unseres eigenen Planeten zu lösen. Der Saturn unterscheidet sich sehr von der Erde. Sein Durchmesser ist 8 oder 9 Mal größer. Seine Atmosphäre besteht aus Wasserstoff, ganz anders als unsere. Aber die physikalischen Kräfte, die zum Beispiel das Wetter bestimmen, sind die gleichen. Er ist Teil unserer Geschichte, weil er Teil unseres Sonnensystems ist. Wenn wir verstehen, wie unser Sonnensystem entstanden ist, verstehen wir auch, wie wir hierher gekommen sind. Und wenn man das Wesen der anderen Planeten kennt, dann kennt man seine Nachbarn. Durch die neue Bildtechnologie der Cassini verfügen wir über nie gesehene Aufnahmen und tägliche Informationen. Die nahen Begegnungen der Cassini mit dem Saturn helfen uns, seine Geheimnisse zu entschlüsseln. Es ist ein komplexes Thema und wir werden lange brauchen, alles zu verstehen, wenn wir überhaupt alles verstehen. Aber es ist einfach schön, im Weltraum zu sein und ein so vielfältiges Planetensystem wie das des Saturn zu beobachten. Die Erde hängt mit dem Rest des Universums zusammen und wir wollen wissen, wo unser Platz im Universum ist. Diese Antworten findet man nicht, wenn man nur die Erde selbst erforscht. So viel wir auch über den Herrn der Ringe herausfinden. Er wird uns immer inspirieren.